Ja, hallo Leute. Ich begrüße euch wieder zu einem Angelfilm. Wir befinden uns heute an der Eder bei Ahrfeld, wieder an dem Privatgewässer. Und ich wünsche viel Vergnügen mit dem Film. Wir wollen jetzt über Pfingsten versuchen, ein paar Aale zu fangen. Also, und Döbel fangen wir auch. Tschüss! Natürlich sind wir wieder bestens ausgerüstet. Wir wollen mehrere Tage bleiben. Wir haben eine Gulaschkanone dabei mit Pfanne. Getränke, Licht, Zelte. Und natürlich ein bisschen Leckerchen. Und die Bankmarie für die Schaschlicks gleich. Ja, dann haben wir die Angel mal rausgeschmissen. Unser Abendessen ist schon auf dem Grill. Natürlich Riesenspieße. Das ist der Hintern von Jens. Und wenn er sich umdreht, sehen wir ihn von vorne. Hier sehen wir mal lecker Frühstück. Brötchen, Marmelade, Wurst, alles ist da. Yes. Ja, setz dich da rein. So, dann zeig mal die Döbel. Ja, da liegen sie drin. Ja, wunderbar. Und hier, den habe ich gefangen. Ja. Schön Döbel, zeig den mal quer. Weil so, ja, wunderbar. Nur Charlie und ich haben wir. Ja, feiner Döbel, ein feiner Döbel. Ja, dann haben wir hier unser zünftiges Klo. Ein Spaten, eine Klorolle und natürlich eine kleine Klomatte. Ja, die wird dann schön in den Baum gelegt, ne, wo man dann sein Geschäft verrichtet. Hey, dann denken die an. Nee, glaube ich nicht. Kann nicht angehen oder so. Ich habe jetzt gesagt, jetzt hier sind die wesentlich ja, offen. Ohne ein richtiges Frühstück kann man den Tag eben nicht beginnen. Und danach werden wir mal losziehen und mal gucken, ob wir mit der Fliege oder mit dem Blinker ein paar Fische kriegen. Ich nehme die Kamera mal mit und dann zeige ich euch das auch. Das Beste ist ja das Beinkleid, diese haarigen Beine hier. Mädels, könnt ihr ruhig geil werden. Ich gebe euch die Adresse von dem jungen Mann da. Ja, wer noch nicht wusste, wie Briketts gemacht werden, hier kann man das begucken. Danke, Charlie. Ja, die Eder ist ein fantastisches Gewässer. Ja, leider zu klein. Nehmen wir wieder rein. Die zu den Blatthornkäfern zählenden Junikäfer sind dieses Jahr auch sehr zahlreich. Blatthornkäfer, weil mit den Maikäfern verwandt. Ja, Petri Heil, Jung. So träumt der Ostholsteiner vor sich hin. Auch die Ostholsteiner können alle. Ja, die Fische müssen natürlich auch sauber gemacht werden. Da sitzt unser Axel mitten in der Eder und nimmt sie aus. Bestimmt 30 Mal darauf rumgearbeitet. Ja, also doch ein schöner Döbel, oder was? Ja. Ja, Leute, wir leben hier nicht schlecht. Der Harald, er hat ein bisschen Dammhirsch mitgebracht, eingelegt. Und das kommt jetzt hier auf die große Eisenpfanne. Die sogenannte Torkpfanne. Ja, von Turk. So sieht das aus. Ja, guck mal. Und jetzt droppt damit. Schon leer. Das schafft ihr. Ja. Ja, jetzt müsste man Geruchsfernsehen haben hier, aber das riecht ganz fantastisch. Mmh. Das ist immer das Schönste. Der Hirsch ist nicht umsonst gestorben.
Ja, hier sieht man auch den Harald, wie er seine Fische sauber macht. Aber ist auch herrliches Wetter hier. Es ist es. Ein schöner Döbel. Genug, nachdem wir gestern Abend keinen Aal gefangen haben, haben wir uns heute mal gedacht, wir verteilen uns mal ein bisschen hier an den Ederfluss. So, ich habe mir jetzt hier eine Stelle ausgesucht. Da ist hinten so ein Weidenbusch, der hängt so halb im Wasser. Davor ist eine ziemlich tiefe Stelle. Hier angle ich mit zwei Ruten. Und dann wollen wir mal gucken. Ich hatte gerade schon ein Biss, ich nehme an, das Döbel da, die da gebissen haben. Also die Eder ist ziemlich döbelverseucht, hätte ich bald gesagt. So, die anderen sitzen da hinten in der Kurve. Der eine etwas circa 200 Meter von mir, der andere noch einmal 150 Meter weiter darunter. Und der Harald hat sich da vorne in der anderen Kurve, also in dem weiteren Verlauf hingesetzt. So, ja, dann wollen wir mal gucken. Vielleicht bringt es heute was und ich kann auf diesem Film Aal zeigen. Wäre mal ganz interessant. Ansonsten, nun ja, es war ein schöner Abend dann. Ja, also. Die Döbel, die ärgern mich doch sehr. Ich denke bald, das sind so Saugschmerlen im Wasser und die lutschen mir dauernd die Haken leer. Da ist schon wieder ein Biss. Da. Nicht, aber wie gesagt, das sind alles Döbel. Kleine Döbel, die mir den Haken leer lutschen. Ja, wir gucken mal, was ist. Ja, so sieht der Haken aus, den ich gerade rausgeholt habe. Der Wurm ist ziemlich abgelutscht. Es können natürlich auch Müllkorben sein, die mir da das Leben schwer machen. Nicht aufgeben heißt das Anglersdevise. Neuen Wurm dran und weiter geht's. Da geht das Gelutsche wieder los. Naja. Doch ein Döbel. Ja, da beißt wieder was. Ja, das war wieder die besagte Saugschmerle. Wieder kleine Döbel oder Müllkorben oder sowas. Ja, jetzt haben wir 21.35 Uhr. Warten wir mal ab, die Dämmerung, was die bringt. Also der Abendsprung hat begonnen. Weiß doch schon wieder. Das ist ganz lustig, hier springen also Fische aus dem Wasser, die sind so dran wie ein Finger. Ja, man sagt ja immer, noch langweiliger das Angeln selbst, dieser Zugucken beim Angeln. Aber ich finde das hier echt aufregend, wenn sich so die Angeln immer bewegen, nicht, dann ist das doch schön. Passt. Der Mond, der spielt schon eine wichtige Rolle heute beim Aalangeln. Wir hoffen mal nicht, dass er so hell scheint. Hier ist er hinter leichten Schleierwolken bedeckt. Gut, wenn er so hell scheint, dann können wir das mit dem Aal vergessen heute. Hoffen wir es mal. Ja, ist doch kalt geworden. Aber die Rotenspitzen rühren sich jetzt nicht mehr. Das Gelutsch hat aufgehört. Ja, hallo Leute, ich bin's jetzt noch einmal. Also seit einer Stunde tut sich nichts mehr an den Routen. Wir haben jetzt 12 Uhr, also Mitternacht, leider ohne Aal. Einen Döbel habe ich. Gucken wir mal, was die anderen haben. Sehen wir mal. So, jetzt bin ich auch wieder hier am Zeltplatz an der Eder wieder zurückgekommen. Ich werde mir mal jetzt ein Fläschchen Wein gönnen. Axel ist auch schon wieder da. Er hat leider nicht so Glück gehabt, er hat eine Forelle gefangen, sagt er. Gut, und was mit Harald ist, wissen wir nicht. Vielleicht bringt er einen Aal mit. Ja, das mit dem Aal gestern Abend, das war wohl gar nichts. Wir haben ein paar Döbel gefangen, mal wieder.
Und das war's auch schon. Heute haben wir Sonntag und wir werden uns heute mal einen gemütlichen machen. Einige werden ein bisschen angeln, die anderen werden sich hier ein bisschen am Grill vergnügen, ein Bierchen trinken. Ja, wird gut, der Roland ist auch noch gekommen von der Lahn und hat uns mal hier besucht in unserem Zigeunerlager. Ja, heute lassen wir es uns gut gehen. Ja, das ist Speckman. Speckman ist unser Dressman. Guck mal, hinten sieht er aus wie ein Sumo-Ringer. Guck mal, die Badehose ist hinten nicht richtig. Die muss ich hochziehen. Ja, genau. Also, was geht ab? Ja, wir haben angehabt. So, dass ich jeden gehe noch so ein bisschen, so wie ich kann, noch so ein bisschen essen. Mit dem Bitfrosch-Schläger. Die Forellen raus. Kopenhagen hat seine Meerjungfrau. Die Eder hat Jens. Es gibt sie immer noch. Ja, die großen Regenbogenforellen. Tatsächlich mal. Hier sind auch noch mal zwei drin. Yes, yes. Und die lasse ich mir schön schmecken im Räucherofen. Kleinen Kühlen würde ich. Weißt du, wie viele Forellen ich noch getan habe? Aber alle klein. 10, 15 Stück? Ja, alle nur so groß. Naja. Guck mal. Wir haben hier auch mit gleich noch neue Brüder hier. Und da kriegen wir unsere. Ja, das kann sein. Das macht ja auch weg. Aber wo bist du denn jetzt mit dem Platz? Ja, da wir den Damm hier gestern schon gegessen haben, haben wir gesagt, wir tun heute mal ein bisschen Wildschwein auf den Grill. So, tschüss! Ja, das ziehen sie ein. So Leute, Pfingsten ist vorbei. Wir haben gut gefangen. Wir haben jede Menge Döbel, auch ein paar Forellen. Die Döbel nehmen wir mit nach Hause. Die werden wir verarbeiten zu Fischfrikadellen. Und ich sage tschüss und Petri Heil, bis es wieder heißt zum nächsten Film. Entweder hier an der Eder oder an der Ostsee. Viel Spaß und guckt euch den Film an.